Servus Leute, heute gibt es ein kleines Update-Video, aber erstmal zum Gameplay. Das ist ein, ich glaube, 24-0 auf der Map Operation Metro im Modus Rush. Aber ich habe halt den Anfang nicht aufgenommen, weil ich wusste nicht, dass es so ein gutes Gameplay wird, aber bei 4-0 habe ich halt dann angefangen aufzunehmen. Und ich bin halt dann bis Ende hin auch nicht gestorben, obwohl es ein paar richtig brenzlige Situationen gab, wo ich kurz davor war, aber meistens hat mich dann der Simon noch gerettet, indem er zum Beispiel das Kit gewechselt hat, aber das seht ihr später. Ach, und außerdem muss ich euch noch sagen, dass ich da mit Simon im Skype war und leider nicht geschafft habe, die Stimme rauszufiltern. Also wird man im Hintergrund manchmal hören. Ich habe den Sound schon sehr leise gestellt, sodass man es nicht hört. Aber man hört halt dann das Gameplay auch nicht so gut. Aber dass ihr euch da nicht wundert. So, ihr fragt euch bestimmt, warum ich in der letzten Woche kein Video gemacht habe. In der letzten Woche, da war ich auf Fuerteventura, bisschen am Strand gechillt. Aber es sollte jetzt in den nächsten Wochen auch wieder ein paar Videos kommen, obwohl ich nicht so viele machen möchte. Denn ich habe halt erstens nicht so viel Material und zweitens gibt es zu Battlefield 3 nicht mehr so viel zu sagen. Ist ja schon alles ausgelutscht, gibt es ja jetzt schon seit 2 Jahren, das Spiel. Aber zu Battlefield 4 werde ich viel mehr Videos machen. Da habe ich einige Sachen geplant. Zum Beispiel werde ich versuchen, alle Waffen vorzustellen und vor allem die besten daraus hervorzuheben. Also die, mit denen man am besten spielen kann aus allen Klassen. Und natürlich gibt es auch einen Heli-Guide, weil Heli ist ja so das, was ich im Battlefield am liebsten mache. Und vielleicht auch ein Jet-Guide, wenn die Jets dort gut zu fliegen sind. Die Typen, Weil in wie den siehst letzten du Wochen die habe denn? ich, muss ich sagen, sehr viel Jet geflogen. Bin ich sehr viel Jet geflogen. Hat mir sehr Spaß gemacht. Das habe ich ja sonst nur an der PS3 gemacht. Und bis zu Kernel 5 dann hier am PC aufgegeben, weil ich es einfach nicht gekonnt habe. Aber dann habe ich wieder ein bisschen aufgeholt. Außerdem habe ich gehört, dass in Battlefield 4 sich sehr viel um die Seeschlachten dreht. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht auch dann sofort zur Beta einen kleinen Review dazu mache, welche Loadouts am besten für die Boote sind. Also da werde ich mich richtig reinhängen und mal versuchen, alles für die Boote freizuschalten. Mal schauen, ob sich's dann auch lohnt, dafür auch noch einen Guide rauszuhauen. Ach ja, hier ist übrigens die Stelle, wo ich beinahe endgültig gestorben wäre. Aber da ergab sich halt diese typische Situation, wo man dauernd wiederbelebt wird und dann wieder stirbt. Ja, vielen geht es ja immer auf die Nerven, aber ich denke, dass es immer wichtig ist, wenn man einen wiederbelebt, weil, wie man hier sieht, endgültig habe ich dann doch überlebt. Ich sollte vielleicht nicht vom Thema abschweifen, denn wo war ich stehen geblieben? Ja, bei den Guides und, aber das war's dann auch Alter, schon sind richtig zu viele. Battlefield 4. Es haben sich ja auch noch einige gefragt, warum ich denn nur Battlefield 3 zeige. Ja, das liegt daran, dass ich erst vor kurzem auf den PC gewechselt bin. Davor habe ich nur auf der PS3 gespielt und deswegen habe ich auch nur alle Spiele für die PS3, aber für die PS3 möchte ich mir halt kein Aufnahmegerät kaufen, weil es um einiges teurer ist. Also für den PC, wenn sich das welche fragen, für PC kostet ein Aufnahmeprogramm 40 Euro und ein gutes Aufnahmegerät für die PS3 kostet 160. Also deswegen bringe ich halt jetzt zurzeit nur Battlefield 3. Allerdings kommen ja bald die neuen Spiele raus, also die mich interessieren, wie Battlefield 4. Dann kommt noch Titanfall raus, was ja auf der Gamescom auch ziemlich interessant aussah. Das werde ich mir ziemlich sicher kaufen. Und natürlich dann auch Call of Duty Ghost. Da werde ich viel raushauen, weil früher war ich ja ziemlicher Call of Mein Duty-Fan. Cyber-Kit Hat gewechselt, dann geil. irgendwann bin ich dann zu Battlefield 3 gewechselt. Aber ich denke, dass jetzt, also bei Black Ops 2 hat mir überhaupt nicht gefallen. Habe ich zwar trotzdem ziemlich viele Spielstunden. Das ist halt bei Call of Duty immer so eine Sache. Am Anfang macht es einen übelst Bock. Man suchte das mit Freunden durch, bis zum geht nicht mehr. Ich war dann auch, wie nennt man das dort? Ich glaube Prestige Master. Und irgendwann, da fällt es einem einfach auf, wie scheiße dieses Spiel ist. Das macht keinen Spaß mehr. Ich kann das nicht mehr spielen. Ich habe es mal vor einer Woche versucht. Es geht einfach nicht mehr. Aber ich gebe da Call of Duty Ghosts nochmal eine Chance, weil die versuchen jetzt wirklich einen Neuanfang zu machen, weil sie haben dem Spiel ja auch einen neuen Namen gegeben. Oh, hier, schöner Double Kill. Und ich glaube, ich hole mir den jetzt auch gleich noch. Ja, genau. Und es wird zwar wieder ziemlich ähnlich sein zu den Vorgängern, aber sie haben ja neue Elemente dazu gebracht, wie Hintenrum, glaube ich, sich um die sogar. Ecken Sehr zu brutal, ich bin lehnen tot.
oder über den Boden zu sliden, was ich ja bei, ich glaube bei Crysis 2 gab es im Multiplayer. Das fand ich da ganz cool, obwohl der Multiplayer von Crysis 2 jetzt nicht so der beste ist, den man einen Tag lang spielen kann. Da gab es ein paar Bugs und man hat auch wenig Gegner gesehen, da konnte man sich ja unsichtbar machen. Da fällt mir auf, es gab Nein, zum Release von Crysis 3 einen ziemlichen Hype um den Multiplayer. Hat man ja bei PeteSmiet immer Sachen gesehen, so Game Events, aber ich habe jetzt zurzeit nichts mehr gehört von dem Multiplayer. Das spielt da dann wohl auch keiner mehr. Oh, ich komme wieder vom Thema ab. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, bei Call of Duty Ghosts. Ja, da bringen sie ja dann jetzt auch wieder ein paar neue Spielmodis rein. Zum Beispiel, dass man immer nur eine bestimmte Zeit hat, um einen Gegner abzuknallen. Das fand ich ganz interessant, weil das die Leute ein bisschen abschreckt zu campen, weil sonst stirbt man ja. Ach ja, ich habe ja noch vergessen zu sagen, dass ich natürlich auch DayZ zeigen werde. DayZ fand ich jetzt die Mod ziemlich verbuggt, hat mir eine Zeit lang sehr Spaß gemacht, habe ich ja dann auch wieder aufgegeben, weil ich andauernd durch Bugs gestorben bin. Aber da werde ich sicherlich sehr lange Folgen und interessante Szenen rausschneiden. Ich werde das dann so im Stile von Frankie on PC in 1ATP halten, falls denn jemand kennt. Ja, das war's dann auch schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ciao. Nein! Alter, ich krieg mit dem Schussloch einen Sniper in den Kopf. Als die Runde.